Du willst die Erfolgsgeheimnisse eines echten Action-Heroes, eines echten Hollywood-Stars kennenlernen? Dann spitz jetzt mal deine Ohren. Ich liebe es, Bücher von berühmten Persönlichkeiten oder erfolgreichen Persönlichkeiten zu lesen, denn das ist super inspirierend und du kannst aus jedem Buch irgendetwas mitnehmen. Und aktuell habe ich das Buch von Arnold Schwarzenegger gehört, und zwar The Total Recall. Link dazu findet ihr in der Box. Und auch aus diesem Buch konnte ich halt super viel mitnehmen und die besten Takeaways, die möchte ich heute mit euch teilen. Punkt Nummer 1. Have a vision. Hab eine Vision von deinem Leben. Hab eine Vision davon, wo es für dich in deinem Leben hingehen soll. Stell dir also vor, wie dein Leben ausschauen soll. Und dazu kannst du zum Beispiel so ein Vision Board selbst zusammenbasteln oder zusammenbauen oder vielleicht auch einmal die Vision deines Lebens einfach mal aufzeichnen oder runterschreiben. Wichtig ist nur, dass du weißt, wo es für dich in dein Leben hingehen soll. Das ist manchmal nicht ganz einfach, denn es ändern sich natürlich auch Dinge im Leben, deine Perspektiven ändern sich, aber grundsätzlich solltest du eine Vision im Kopf haben, wo es für dich in deinem Leben hingehen soll. Zweitens, trust yourself, also vertrau dir selbst. Das ist in vielen Situationen gar nicht so einfach, denn jeder kennt von uns die Situation im Leben, wo man mal wirklich am Boden zerstört ist. Wo man mal wirklich total verzweifelt ist und einfach nicht weiter weiß. Wichtig ist dann an dieser Stelle, dass man aus diesen Situationen selbst wieder herauskommt. Dass man sich selber vertraut, auf seine eigenen Kräfte vertraut und einfach sagt, hey, ich lasse mich von dieser Situation nicht einnehmen, ich pack das, sich selber wieder aufsteht und dann wieder nach vorne schaut. Drittens, ignore the naysayers. Vielleicht kennst du die Situation. Du hast irgendwie eine überragende Idee, willst sie auch irgendwie realisieren und teilst diese Idee mit Freunden oder Arbeitskollegen. Und die sagen dann direkt, nee, das klappt nicht. Nee, das ist super schwierig, das ist unmöglich, das schaffst du nie. Ignoriere diese Leute. Heißt, ignoriere diese Naysayers. Denn es wird immer Leute geben, die sagen, dass irgendwas nicht klappt oder dass irgendwas nicht funktioniert. Beispiel, in meinem ersten Leben habe ich einen Weltrekord aufgestellt. By the way, das ist er. Bevor ich diesen Weltrekord zum ersten Mal aufgestellt habe, gab es diesen Weltrekord gar nicht. Und die Leute haben gedacht, das ist schier unmöglich. Und erst wenn du beweisen kannst, dass das Unmögliche auf einmal doch möglich ist, dann kriegen die Leute auf einmal große Augen. Was ich dir damit sagen will, wenn du das nächste Mal eine überragende Idee hast, ja, und das für alle Leute total unmöglich erscheint, hör nicht auf die Leute, was sie sagen, sondern gib Vollgas und Attacke und zeig den Leuten, dass sie falsch liegen. Viertens, don't be afraid to fail. Heißt, hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Jeder von uns kennt die Situation, man macht einen Fehler und man ärgert sich überwiegend über sich selbst, dass man diesen Fehler begangen hat. Unzählige Menschen haben aber so Angst vor Fehlern, dass sie gar nicht mehr ins Handeln kommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass in der heutigen Gesellschaft das Wort Fehler sehr negativ behaftet ist. Deshalb sage ich zum Beispiel zu Fehler immer Learnings, weil du aus jedem Fehler ja auch etwas lernst. Wichtig ist nur, dass du den gleichen Fehler nicht zweimal machst und wie gerade eben gesagt, einfach was daraus lernst. Reps. Heißt Wiederholungen, Wiederholung, Wiederholung. Wenn du in einer Sache erfolgreich werden willst, wenn du in einer Sache wirklich erfolgreich werden möchtest, dann zählen ausschließlich die Wiederholungen, die du immer und immer wieder machen musst. Frag mal Michael Jordan, wie oft er auf den Basketballkorb geworfen hat, bis er seine 3-Punkte-Wurftechnik perfektioniert hat. Frag mal Arnold Schwarzenegger, wie viele Reps, also Wiederholungen, er gebraucht hat, um seinen Bizeps so zu formen, wie er aussah. Unzählige Reps. Was bedeutet das für dich? Es gibt keine Shortcuts, sondern nur die Wiederholung zählt. Take care of your body and your mind. Kümmere dich um deinen Körper als auch um deinen Geist. Beides ist wichtig. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sehr athletisch sind, wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, dem fällt es unfassbar leicht, Sport zu treiben. Aber er muss sich dann viel mehr um seinen Geist kümmern. Heißt zum Beispiel, sich weiterbilden oder Bücher lesen, um einfach seinen Geist auch weiterzubilden und sich darum zu kümmern. Andere Leute sind zum Beispiel viel, viel stärker mit dem Köpfchen und denen fällt es schwer, Sport zu machen oder athletisch zu werden. Und die müssen sich dann aufraffen, Sport zu machen. Egal wie du es drehst oder wendest. Wichtig ist nur, dass du dich um beide Aspekte, heißt um deinen Geist als auch um deinen Körper, ordentlich und vernünftig kümmerst. Achtens, stay hungry. Bleib hungrig. Bleib hungrig, Dinge zu kreieren. Bleib hungrig, Dinge anzupacken. Bleib hungrig, Dinge zu machen. Gerade in der heutigen Gesellschaft fällt das einem teilweise relativ schwierig, weil alles im Überfluss vorhanden ist und alles auch auf Abruf einfach da ist.
Deshalb, wenn du in irgendeinem Lebensbereich das Gefühl hast, dass es da gesättigt ist, versuch dich selber wieder zu motivieren, um hungrig zu bleiben, um Dinge anzupacken, um erfolgreich zu werden. Und wenn du dann erfolgreich bist, denk auch dran, den anderen was zurückzugeben, denen es möglicherweise nicht ganz so gut geht. So Leute, ich bin mir sicher, dass ihr aus dem heutigen Video was rausziehen konntet und vielleicht konnte ich euch auch sogar inspirieren oder motivieren, das Buch von Arnold Schwarzenegger zu lesen, The Total Recall, absolute Lese- bzw. Hörempfehlung. Checkt das gerne mal aus, ich verlinke das unten in der Box und auf diesem Wege wünsche ich euch von ganzem Herzen ein maximal erfolgreiches Leben.